Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Mein Bibellesekalender, der Neukirchener Kalender, den ich immer nur wärmstens empfehlen kann, der macht mich heute darauf aufmerksam, dass wir den 78. Todestag von Christoph Probst und Hans und Sophie Scholl haben. Die drei wurden am 22. Februar 1943 mit der Guillotine hingerichtet als Mitglieder der Weißen Rose, der Widerstandsgruppe. Sie hatten vorher durch Flugblätter auf das Unrecht des Naziregimes hingewiesen. Und besonders erinnert der Neukirchener Kalender an Christoph Probst und an eine Notiz, die er geschrieben hat am Tag seiner Hinrichtung. Da hat er nämlich folgende Zeilen geschrieben: Ich habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht ist. Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. Vergiss nie, dass das Leben nichts ist als ein Wachsen in der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Ich finde, das sind wunderschöne Zeilen und sehr wahrhaftige Zeilen. Vergiss nie, dass das Leben nichts ist als ein Wachsen in der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Dazu passt wirklich sehr gut die Bibellese von heute aus Lukas 10 in den Versen 17 bis 24, wo Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da im Himmel bei Gott, da ist dein Name geschrieben, wenn du an Jesus glaubst. Und wenn du einmal stirbst, wirst du dorthin gehen. Freut euch, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid gesegnet, seid behütet, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf und bis morgen.